Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Format Inselwissen, die Pilotausgabe, wo alles neu ist und mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Du hast hier sogar so Karten, mit, wo es draufsteht. Genau, heute mal mit Karten und nicht mit Laptop. Ich glaub, krass. Also auch ein Test, deswegen ist das noch so Billigkartenmaterial und nicht so professionell. Ist das nicht das Logo von Naked Island? Das ist ein rechtefreies Bild einer Insel. So was heißt ja wieder, Naked Island. Du, was guckst du, wenn du nach Hause kommst? Ja, weil ich den Podcast von Jan höre. Ach so. Ja. Ich habe noch nie was von Naked Island gehört. Heute testen wir Inselwissen. Inselwissen bedeutet, man hat in einem Gebiet relativ viel Wissen und ja, in allen anderen Gebieten so relativ wenig. Oh. Da dachte ich, das ist doch das Perfekte für Streamer. Dafür habe ich eingeladen heute EdoP. Hallo. Jan Gustafsson. Matteo. Hallo. Okay. Und den wunderbaren Leon. Hallo. Leon. Hallo. Das Format geht folgendermaßen: Wir spielen 2 gegen 2. Das mhm. heißt, unsere beiden Gäste gegen unsere beiden Heimspieler. Mhm. Und es gibt insgesamt heute 9 Inseln. In einer ersten Runde gibt es 5 Inseln und in einer zweiten Runde, die spielen wir danach, gibt es nochmal 4 Inseln. Okay. Okay. Das Ganze funktioniert so: Ich stelle eine Frage zu einer Insel. Das, also die erste Insel ist Geografie. Ja. Und wenn ihr denkt, ihr wisst die Antwort, dann drückt ihr auf den Buzzer. Genau, und dann schaltet die Kamera auf euch und ihr habt 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Weißt du das? Nein. Aber wenn EdoP drückt, muss er dann antworten oder kann ich einer von antworten? Euch beiden. Okay, okay. Oh, aber ich drücke und du antwortest immer. Ja, das ist gut. Das ist cool. Ja. Machen wir uns auch so. Okay, okay. Genau. Ich drücke. Aber kurz eine Frage, darf ich einmal ganz kurz? Ja. Weil das sind nicht 5, oder? Es sind sogar 6. Ja. Es sind 6, danke. Ja, sehr gut. Oh, jetzt ernsthaft? Naja, ich wollte nur... Ja. Okay. Genau, also, wenn ihr dann die Frage richtig beantwortet habt, dann bekommt ihr in der Kategorie einen Punkt. Mhm. Das ist relativ simpel, aber das bringt euch noch keinen Gesamtpunkt. Sondern ihr müsst 3 Punkte in einer Kategorie haben, dann habt ihr die Kategorie für euch gewonnen und dann kriegt ihr einen Gesamtpunkt. Okay. Also wenn ihr zuerst 3 in einer hat, ja. Genau. Dann aber dann das Team, was anfängt, hat ja dann einen Vorteil. Hä? Was hat, fängt an? Du musst einen Knopf drücken. Richtig, wenn ich anfange, den Knopf zu drücken. Richtig, dann hast du einen Vorteil. Dann muss ich vorher beantworten können. Ach so, Moment mal. Daran stellen sich natürlich... Wenn man die Frage nicht weiß, aber wenn man ja falsch beantwortet. Genau, wenn man falsch beantwortet. Also das allererste, sobald ihr drückt, lese ich die Frage nicht weiter vor. Okay. Oh, okay. Ja, das heißt, ihr müsst mit den Informationen, die ich bis dahin habe, die Frage beantworten. Solltet ihr falsch antworten, kriegt das Gegnerteam nochmal die Chance, eine richtige Antwort zu geben. Aber du kriegst keine Minuspunkte, die können die Frage dann Minuspunkte gibt es nicht. Okay. Ah, okay, das heißt immer drücken. Einfach drücken, ja. Genau. Sollten mir die Fragen in einer Insel ausgehen, kriegt das Team den Punkt, welches mehr richtige Fragen in dieser Insel beantwortet hat. Sollte dort auch Gleichstand herrschen, entfällt die Insel. Wenn die falsch antworten, dann liest du die Frage für uns noch mal zu Ende vor. Ja, ja genau, es wird auch zu Ende vorgelesen. Atlantis ist eine Insel, die entfallen ist. Punkt. Ich glaube, damit sind alle Fragen beantwortet. Sonst wüsste ich nichts mehr. Das heißt, wir können loslegen. Okay, okay. Sind alle Inseln jetzt schon bekannt oder nur die ersten 5? Die ersten fünf sind erstmal bekannt. Das dürfen wir nur nicht erfahren. Genau. Also die ersten 5 Inseln werden sein Geografie, oh Gott, Sidekicks, Kultur, Genuss, ja, und Geschichte. Warum Geschichte? Warum nicht? Matteo, der Geschichts-LK und beschwert sich. Das sind die ersten 5 Inseln und am Ende gibt es nochmal 4. Okay, seid ihr bereit für die erste Frage aus der Insel Geografie? Ja. Ja. Okay. Wir beginnen übrigens in der Regel mit leicht schweren Fragen und dann wird es immer ein bisschen leichter gegen Ende, weil ich immer hoffe, die Inseln zu beenden. Die erste Frage lautet... Das ist ein Paradox. Leicht schwere Inseln, leicht schwere Fragen gibt es nicht. Ja. Die erste Frage aus der Insel Geografie. Welcher Kanal verbindet das Mittelmeer... Suezkanal. Das ist richtig. Das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Welcher Kanal? Suezkanal. Das ist der einzige Kanal, den du kennst, oder? Ich kenne auch andere Kanäle. Kann man schon reklamieren, weil ich glaube, Matteo hat gedrückt, bevor das Mittelmeer kam. Und dann wurde noch das Mittelmeer vorgelesen. Ja, das war... Das stimmt, weil ich kenne nur den Suezkanal. Das wird wohl der Suezkanal sein. Keine Ahnung, welcher Kanal sonst? Okay. Aber sehr gut gestartet, Matteo. Danke, Leon. Sidekicks. Okay, wir gehen also immer durch. Genau, okay. Hier ist es ein bisschen, hier bin ich auch ein bisschen großzügiger, was die Zeit betrifft. Also falls ihr irgendwie den letzten Zeitkicks nicht ganz schafft. Genau, ich möchte nämlich jetzt mehrere Dinge von euch hören. Es gibt nicht als ein Wort, sondern es ist ein bisschen mehr.
Ich möchte von euch nämlich Folgendes wissen. Nenne mindestens 3 Jünger von Jesus. Judas. Ja. Matthäus. Schnell. Petrus. Okay, ist richtig. Ernsthaft? Ich hätte nur Judas gewusst. Matthäus wusste wegen Matthäus. Ja. Ich habe gestern Abend die Bibel noch gelesen. Ach, also alles komplett. Was Vorbereitung jetzt? Ja, natürlich. Petrus hätte ich nicht gedacht. Ja, es gibt insgesamt 12 Sidekicks bei Jesus. Petrus, Andreas, Jakobos, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobos, der Zweite, Simon, Judas und Matthias. Streng katholisch wurde ich erzogen. Okay. Ich bin konformiert, eigentlich müsste ich das wissen. Kultur. Oh, shit. Leon? Mike, ich bin Kulturmeister. Wie heißt die Figur aus der griechischen Mythologie, die bekannt dafür ist, nur an der Ferse verwundbar zu sein? Ach, Hennes. Ja. Richtig. Shut up. Wir haben einen Punkt. Jetzt können wir nach Hause gehen. Das war's. Mehr kommt von mir nicht mehr. Jetzt Rest musst du übernehmen, Jan. Achilles muss ja auch. Weißt du. Oh, ihr schlagt euch doch gar nicht schlecht. Bisher alles geschafft. Ja. Genuss. Mhm. Hier habt ihr auch wieder ein bisschen mehr Zeit, weil ich möchte jetzt sogar 4 Dinge von euch hören. 4. Welche 4 Zutaten gehören nach Reinheitsgebot ins Bier? Oh nein. Ich müsste das wissen. Wasser, Hopfen, Malz, Gerste. Boah, Gerste, da bin ich nicht drauf gekommen. Ist nicht ganz richtig. Wasser? Ja, nochmal die Gelegenheit. Hopfen, Malz, Gerste würde ich auch sagen, aber was fehlt noch? Du hast gesagt, Alkohol kannst du. Ja, trinken, aber ich weiß nicht, was drin ist. Keine Antwort. Scheiße. Also richtig wäre gewesen, Hopfen, Malz, Hefe und Ach, Wasser. Hefe. Ah, ich wollte Hefe. Ah, oh, shit. Okay. Ach, Mann. Okay. Ein guter Try. Na gut. Wasser macht schon Sinn. Geschichte. Wie heißt der Vorgänger von Gerhard Schröder? Helmut Kohl. Richtig. Ja. Hätte man natürlich auch auf andere Ämter beziehen können. Ist eine bisschen gemeine Frage. Gelebt, das cool mein ja. Deutsch ist schon Hannover 96 in seiner Rolle dort. Ja. Ich habe die ganzen 16 Kohl-Jahre mitgemacht. Waren es 16? Ja. Stimmt, glaube ich. Was meinst du mit, du hast sie mitgemacht? Ich habe da gelebt, im Gegensatz zu Leon. Stimmt, ja. Stimmt, ich vergesse. Kommen wir wieder zur Geografie. Gehen wir hin. Welche gleichnamige Stadt liegt sowohl an der Oder als auch am... Frankfurt. Richtig. Alter. Ich komme aus Frankfurt, also da können... Du weißt ja alles. Naja, das hättest du auch gewusst. Nee. Doch? Nee. Doch. Frankfurt-Oder, Frankfurt-Main. Ja. Okay, Sidekicks. Ich möchte jetzt 2 Namen hören. 2. Unter welchen Namen sind Laurel und Hardy im deutschen Raum? Dick und doof. Auch das ist richtig. Ich bin ja hier komplett überflüssig. Ich bin fast. Das ist wie gestern in Forts. Ich bin fast. Ja, du andersrum. Ja. Ich habe die falsche Seite gewählt. Ich habe eine Ahnung, ich drücke immer viel, viel schneller, aber es ist eindeutig. Ich dachte, das war das ist Michael. Nein. Was läuft hier also? Aber vielleicht ist auch einfach Kultur mehr dein Ding. Ah, dick und doof ist auch schwer drauf zu kommen. Es gibt ja keine Assoziation. Okay. Lass es unkommentiert. Okay. Also, ich möchte von euch wissen, wie heißt der große gelbe Vogel aus der deutschen Sesamstraße? Wie heißt der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Pilu. Bibo. Bibo ist ja, richtig. Nice. Ja, okay, aber Jan, drückt nochmal. Der Form halber drückt nochmal und sagt nochmal, weil die müsst ihr antworten. Kriegt Bibo. Bibo. Ja. Ist absolut. Oh, keine Ahnung. Ah, ich hab den Kopf gehabt. Ich hab den nicht gemocht damals, muss ich sagen. Okay. Weißt du, welchen ich im Kopf hatte? Ich hab sie geguckt. Den von Five Nights at Freddy's. Das ist auch gelb, der Vogel. Ah, ist es vielleicht der? Ich glaube, das ist daran angelehnt, glaube ich. Okay. Ich muss an SpongeBob denken. Okay, also Genuss. Zu welchem Konzern gehört die Eismarke Schöller? Nestle. Richtig. Boah, hätte ich. Weiß.
immer Nestle, oder? Ja, stimmt. Einfach immer Nestle. Nice. Okay. Geschichte. Wie hieß der Polarforscher, der 1911 als erster den Südpol erreichte? Roald Atkinson? Das ist nicht richtig. Oh. Ich habe keine Ahnung, Matteo. Also wenn du irgendwas hast zum Raten... Leider nicht. Ja, er hat dieses ganz berühmte Buch geschrieben, oder? Wo der von diesen Expeditionen berichtet, die häufig noch... Markus Lanz. Das Buch wird sehr häufig benutzt für so Management-Ausbildung und sowas. Okay, also echt? Der... Also es das war ja so ein Wettrennen und so weiter. Gewonnen hat dieses Wettrennen Ronald Amundsen. Aber nah dran war ich. Sehr nah dran. Also da kann man schon einen halben Punkt geben. Das war ein halber Punkt. Also halbe Punkte bringen nichts. Wer ist Atkinson's Mr. Bean, ne? Nee, das ist die Atkinson-Diät. Wo man keine Kohlenhydrate... Richtig, ja. Stimmt, Mr. Bean ist das, oder? Ja, irgendwas. Ist aber, egal. Der war auch sicher... Halben Punkt reklamieren. Kommen wir zurück zur Geografie. Ich möchte Folgendes von euch wissen. In welchem Meer mündet der Amazonas? In welches Meer der mündet? Ja. Ja, in den Atlantik. Richtig. Also, ja. 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 Ist kein anderes Meer. Okay, ich weiß, ein bisschen verwirrt, aber ja. Okay. Wenn wir jetzt hier einen Punkt holen, gehört es uns, ne? Genau. So ist halt genau, wenn ihr jetzt noch eine richtige in Sidekicks habt, dann gehört Sidekicks euch. Welche Farbe hat die Strumpfhose von Batmans Sidekick Robin? Rot? Das ist falsch. Hä? War der nicht grün? Nee, grün, grün. Grün ist richtig. Ja! Let's go, wir holen uns Sidekicks sein Body genau, ist rot, oder? Genau, sein Oberteil und so weiter ist rot, seine Strumpfhose ist grün. Natürlich. Aber war nicht seine Unterhose zumindest, gelb? Nee, seine, also ich glaube, seine Handschuhe sind gelb. Aber wovon reden wir von dieser 60er-Serie mit Adam West, ne? Häufig verschiedene. Mit dem Anti-Highspray. Kultur. Scheiße, Leon. Aus welchem Land stammt Giuseppe Verdi? Italien. Richtig. Ja, das ist ja Halbvorteil. Hallo? Da könnte man ich habe eine Sekunde gezögert, weil Italien ist so einfach. Punkt, man darf nicht sagen. Stimmt. Das hätte aber auch, da hätte auch ein Deutscher drauf kommen können, glaube ich. Ja. Naja. Also ich hatte Verdi auch im Musikunterricht. Ich weiß. Ja, auch gut. Ja. Extra Fragen mit Bonjo, besser dasteht hier. Okay. Kommen wir zu Genuss. Was bedeutet Döner-Kebab auf Deutsch übersetzt? Drehspieß. Oh. Ich hätte gesagt Fleischspieß. Nee, Dreh. Was Drehfleisch. Ist doch das Dönerfleisch. Nee, das ist nicht richtig. Nein, ich glaube, ich kann es nicht so richtig gelten lassen. Es ist Dreh. Wollt ihr korrigieren? Ich hätte auch Drehfleisch gesagt. Matteo, der hat viele Sachen geraten jetzt. Ja. Döner ist doch das Fleisch. Wollen wir Drehfleisch probieren dann einfach? Weil der hat ja Dreh, was hat er gesagt? Ja, nehmen wir Drehfleisch. Wir nehmen Drehfleisch. Also wenn das jetzt stimmt, dann... Wir nehmen Drehfleisch. Drehfleisch lasse ich gelten. Ja, let's go! Scheiße. Also ihr habt mehrere Antworten und dann die Antwort, wo ich sagen würde, die lasse ich gelten, die war dann außerhalb der Zeit. Also Döner heißt sich drehend. Eine Frage zu den Regeln. Ja. Wenn man drückt, darf ich dann 10 Sachen sagen und einer von uns redet, oder muss die erste Antwort die richtige sein? Weil viele Sachen raten, was du gemacht hast, ist... Ich würde sagen... Ja, deswegen habe ich ja keinen Punkt gerade bekommen. Ja, aber was außerhalb der Zeit, aber du hast viele Sachen gesagt. Also zählt das erste Wort, was man sagt? Ich lasse meistens das letzte Wort innerhalb der Zeit gelten, weil ihr dürft ja nochmal korrigieren. Wenn ihr sagt, Madrid, war Barcelona, dann lasse ich Barcelona gelten. Versteht ihr? Okay, verstehe, gut. Okay. Letzte Antwort innerhalb der Zeit. Okay. Ja, und Kebab ist dann Fleisch oder Grillfleisch. Dementsprechend heißt Döner-Kebab drehendes Grillfleisch. Was ich am Ende gesagt habe, aber es aber nicht gezählt hat. Ja, habe ich euch den Punkt gegeben? Ja. Ich habe gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh shit, Leon. Ja. Okay. Geschichte. Das ist nicht meine Insel. Wie hieß die letzte Schlacht, von der Napoleon Bonaparte und ein Lied von ABBA? Waterloo. Richtig. Ja. Die Schlacht von Waterloo oder bei Waterloo ist richtig. Hat ja natürlich einen Vorteil, da war doch schon am Leben. Aber erst als ABBA kam, hat es bei mir geklingelt. Vorher hätte ich alles Mögliche sagen.
Genau. Das sind Sachen, die weiß man, wenn man sie dann hört, aber so aus dem FF, die auszurufen. Das stimmt. Zu viele Zettel. Okay, Geografie. Komm, lernen wir mit einem holen, dann haben wir es. Ja. Welche Metropole liegt auf zwei Kontinenten? Istanbul. Ja. Richtig. Wow. Richtig. Ja. Nice. Richtig. Ja. Das ist ja unglaublich. Richtig. Ja, das ist einfach insane. Du warst auch super schnell. Ja. Ich war schon in Istanbul auf beiden Kontinenten. Ah, okay. Ich war nur im Flughafen, ne? Auch schon. Das ist stark. Oh, dabei liegt Türkei, glaube ich, zu irgendwie 98% in Asien. Und jetzt irgendwie nur ganz wenige Prozent. Ich glaube 99,7. Ja. Echt? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Das ist, glaube ich, der Großteil. Kommen wir zu den Sidekicks. Auch hier können Matteo und Leon Schluss machen. Ja. Wie heißen die beiden Diener von Hades aus der Disney-Herkules-Serie von 1997? Oh mein Gott. Nee, ich weiß es nicht. Weiß leider auch nicht. Ich habe sie tausendmal gesehen. Aber weiß ich nicht. Gesehen, aber ich habe sie tausendmal gesehen. War eine coole Serie, aber. Nee. Okay. Pech und Schwefel. Da hätte man drauf kommen können. Okay, Kultur. In welcher Stadt wurde Mozart geboren? Das war nicht Bonn? Bonn. Nein. Was? Die andere. Salzburg? Nein. Salzburg ist richtig. Ach so, wir haben mit Dings mit Bach, mit wem haben verwechselt? Vom Weltmillionär letztes ja, Mal. Ja, wer war das nochmal? Ja. Damit habt ihr den ersten Gesamtpunkt. An wen dachten wir gerade? Ich weiß es nicht mehr. Bach? Stark. Weiß ich nicht, aber wir hatten bei Wer wird Millionär irgendwie so eine Frage. Ja, wir hatten mit Bonn. Wer hat das mit Bonn? Ich weiß nicht mehr. Also Bushido ist, glaube ich, in Bonn geboren. Ähnlich hohen kulturellen Beitrag. Aber heißt Bushido. Bushido, die Wiener Klassik, man kennt ihn. Ja. Okay. So, hier gibt es verschiedene korrekte Antwortmöglichkeiten. Ich möchte eine. Der konnte aber Offenbach, oder? SSIO ist Bonn. Okay. Nenne mindestens einen Süßstoff aus Coca-Cola Zero. Aspartam? Ja. Ich bin nicht drauf gekommen. Aspartam ist dabei, ja. Okay. Außerdem wäre noch Cyclamat und Acylsulfam K dabei. Aspartam, ja. Sehr gut. Okay. Geschichte. In welchem Jahr war die erste Mondlandung? 1969. Das ist richtig. Alter. Matteo. Yes. Jetzt gibt's ja Gas. Wunderbar. Ja, ist spannend, ist ausgeglichen auf jeden Fall. Naja, wir müssen jetzt aber mal auch finishen, die zwei. Ja. Bei Geografie können jetzt beide Teams einen Punkt holen. Matchpoint, ja. An welchen beiden Orten gibt es keine Tageszeit? Nord- und Südpol. Richtig. Gehört er uns! Da gehört er uns! Sehr gut, Matteo. Da gehört er uns. Boah. Ich dachte dran, aber ich war mir nicht sicher, ob das zu einfach ist. Zu einfach? Weil wir am Äquator. Ich vielleicht ja. Ist natürlich nicht. Okay, ausgeglichen. Okay, Sidekicks. Wie hieß die Band aus Stefan Raabs TV Total? Oh, shit. Es war Artikel, oder? Die, oder? Oder? War das nicht irgendwie sowas? Ich glaube schon. Aber ich glaube, die meisten Showbands heißen irgendwie die irgendwas. Oder? Die. Okay. Nee, ich bin nicht drauf. Keine Antwort. Und? Das waren die Heavy Tones. Oh, die Heavy Tones. Weiß, die wusste ich. Ja, die lag mir auf der Zunge jetzt. Aber nee, das. Okay. Zu tief vergraben im Gehirn. Kultur. Die Kultur haben wir ja durch. Kultur haben wir durch. Oh, ja. Genuss können Team Rot, also Edo und Jan können einen Punkt holen. In Haribo Goldbeeren finden sich die Geschmacksrichtungen Ananas, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone und Apfel. Nein. Ja, Apfel. Das Grüne hat gefehlt, ja. Goldbeeren. Ich mag keine süßen Sachen. Stark. Not bad. Ich dachte immer, dass die grünen Goldbeeren sind Palme. Aber die grünen schmecken nach Apfel. Nee, weil bei den anderen, bei den Colorado sind die grünen eine Palme. Und ich dachte immer, wie schmeckt eine Palme? Krass, ja, Maschine.
Ja, ich muss da kurz empfangen. Ja. Ich bin sofort mit Jan ins Team. Okay. Ja, alles. Geschichte. Oh nein, auch da können die. Worin soll die ägyptische Königin Kleopatra? Milch. Milch, ich hatte Milch gebadet. Ach. Ja. Warte. Moment. Kannst du spezifizieren, welches Tier? Eselsmilch. Dann ja. Oh, oh mein Gott, also jetzt aber. Ich war mir nicht sicher, ob ich das gelten lasse oder nicht. Aber das hätte ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich hätte auch Ziegenmilch gesagt. Also Milch wusste ja. ich, aber. Aber wenn er das weiß. Eselsmilch. Von männlichen Eseln, ne? Ja. Okay. Okay. Gut. Geografie haben wir durch. Nur noch Sidekicks. Nur noch Sidekicks, okay. Och, Mann. Das können wir aber holen jetzt. Können wir, ja. Sidekicks. Wie heißt der Hobbit, der Frodo auf dem Weg zum Schick... Samwise Gamgee. Ja. Das ist richtig. Ich habe mich vorhin gefühlt wie Sam, weil ich bin mit dem Rad hier hingefahren, eine Stunde 20 Minuten, und ich war irgendwann noch nie so weit von zu Hause entfernt. irgendwann so Lok steht, dachte ich, was geht hier? Okay, dann kommt jetzt hier die alles entscheidende Frage. Oh Mann. Leon, wir müssen jetzt. Ja. Und zwar möchte ich Folgendes von euch wissen. Ich warte eben, dass Edo mit seinem Getränk fertig ist. Alles gut, ich bin schnell. Welche zwei Farben hat die Hose von SpongeBobs besten Freund Patrick's? Grün und Pink. Nein, warte mal, ist es Pink? Ich sag Grün und Pink. Hellgrün und Pink. Besser gelten. Lass ich gelten. Ja. Was ist es? Was ist denn? Grün und Violett. Ja. Violett? Violett. Seit wann ist Violett dieselbe Farbe wie Pink? Naja, komm, jetzt seid mal. Ohne Spaß. Ich habe halt ein Problem mit Farben. Violett ist dunkler als Pink. Ja, stimmt schon. Violett ist dunkles Pink oder Pink. Nee, Violett ist eine andere Farbe. Ja. Also, wir können auch. Noch ich hab's nicht gewusst, muss ich ja selber sagen, aber den Punkt zu geben, ich würde es ja gelten lassen. Er meinte ja die Farbe. Ich habe auch, hab auch bei euch die Eselsmilch gelten lassen. Ja, ja. Gesagt, ihr habt gesagt Eselsmilch. Ja, aber er ist nach dem Namen gefragt. Im Wasser Kleopatra gewalt Milch. Ja. Aber das ist eine falsche Antwort. Aber die Antwort immer noch dieselbe. Ja, ja, okay, dann von mir aus noch eine neue Frage. Gut, ja, von mir nee, so will ich nicht gewinnen. Komm, wir haben neue Frage. Noch eine Frage. Komm, neue Frage. Okay, ich hätte noch welche. Also wir können noch ja, okay, zur Sicherheit noch mal nachhaken. Naja, jetzt holen die den Punkt. Okay. Von welchem Duo stammen die Songs Sexy Sexy Lover, Give Me Peace on Earth, You Can Win If You Want? Modern Talking. Mann, ich wollte auch Modern Talking. Das war natürlich ein Problem. Ist nicht Modern Talking. Natürlich. Ist Modern Talking. Shit! Das haben wir durch ein Problem. You can win if you want. Das war ich habe aber noch eine letzte Frage. Ist das die Entscheidungsfrage über die Kategorie? Ja, klar, wir machen noch eine Entscheidungsfrage. Dann okay. Wie heißt der Partner von Bud Spencer? Terence Hill. Und da waren wir schneller. Und da ist der Punkt bei uns. Sehr gut. Absolut verdient. Okay. Fair Play. Ja, 3-2. Sportsmanship wird groß geschrieben. Genau. Kurze Pause und ich ändere eben schnell die. Sehr okay, gut. Bedeutet, wenn wir jetzt zwei Kategorien gewinnen, dann haben wir gewonnen. Korrekt. Ja, Mathe ist sein Gesicht. Mathe-Mann. Aber ja, es gibt ja keine Mathe. Ich würde ja alles beantworten können. Same. Wir Technik, Edo. Alles, Edo. Alles. Also 6 plus durch 2. Die erste. Ja, okay. Oder so. Okay. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Die erste Frage aus der Insel. Ja. Wie viele ostfriesische Inseln sind bewohnt? Oh. Ich kenne nur 2. Ich würde raten. Eine. Nein, 5. Nein, 2. 2. Eine. Fünf. Eine. Wollen wir verraten? Ja. Eine? Nein. Eine ist falsch. Was würdest du sagen? 2. 2, ja. 2. 7. Ja, da waren wir doch nah dran. Ich hätte 5 gesagt. Da waren wir doch nah dran. Keine Ahnung. Wir beginnen ja mit den schweren Fragen. Alles gut. Aber wenn wir raten und falsch liegen, ist für uns kein Nachteil. Nee, keine Ahnung. Nee, das wir können eigentlich fast jedes Mal einfach drücken, wenn wir sowieso nicht wissen. Das merkst du jetzt beim zweiten Blatt. Ja, drück einfach. Also ich hab ja nicht gedacht, dass wir zu solchen Mitteln greifen müssen, um gegen dich zu gewinnen. Ach so, ja. Müsst ihr ja nicht, ihr führt ja. Technik. Komm, Leon, komm. Welchen deutschen Tiernamen hat das @-Zeichen aus E-Mail-Adressen?
Was? Warte, war das nicht irgendwas mit Affe? Klammeraffe oder so? Klammeraffe? Klammeraffe ist richtig. Ja! Oh, das habe ich noch nie gehört. Das deutsche Wort für das Ad-Zeichen ist der Klammeraffe. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ich habe im Büro gearbeitet, da haben die es echt gesagt. Ey, du Klammeraffe! Ich habe das immer so verstanden, das kleine A ist quasi der Affe. Klar. Und dieser, genau, das ist der Schwanz. Logisch. Klingel. Absolut logisch, ja. What the fuck, ey. Ich mal, sag mal im Chat immer Beschwerden an Matteo, Klammeraffe. Ja, ja, genau. Okay. So, die erste Frage aus der Kategorie der Götter. Ach nee. Wie heißt der nordische Gott des Donners? Thor. Ja. Oh, ist richtig. Mann. Ja. Let's go. Wird auch regelmäßig ausgezeichnet, der Tor des Monats. Der Tor des Monats. Okay, bei Marken, ich nenne euch jetzt verschiedenste Produkte einer Marke und ihr sollt mir sagen, welche Marke dahinter steckt. Oh mein Gott, okay. Nestle. Ja. Okay. S500. Mercedes. Mercedes-Benz. Ah. Ja, es wären noch G65, E300, EQS, CLS und so weiter und so fort. Du hast ja aber aufgespart für die zweite Runde, ey. Ja. So, so wird es gespielt hier. Slow Roll nennen wir das. Kommen wir wieder zu den Inseln. Nice, Matteo. Wie viele Berge hat das Lummerland? Das ist eine Insel mit zwei Bergen. Ja, ja. Und im tiefen, weiten Meer. Das ist eine Insel mit zwei Bergen. Hätte ich auch beantworten können, scheiße. Uiuiui, Matteo, Leon lassen deutlich nach. Ja, ja, das ist der erste Durchgang gewesen, das ist gut. Technik. Wofür steht die Abkürzung ABS bei Autos? Anti-Blockiersystem. Das ist richtig. Stille. Na, dann ein bisschen schneller. Die Götter. Wie heißt der Chaosgott aus dem Warhammer 40k-Universum, der Gewalt, Blut, Mord und Krieg verkörpert? Hast du jemals Warhammer gespielt? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Nee, okay. Warhammer war nicht meins. Also ich finde es geil. Das ist Korn. Korn. Oh, sagt mir sogar was, ja. Ja. Die Band kenne ich. Sag mir was. Die Band kenne ich auch. Und den Pokerspieler. Nee, sagt mir schon was. Wir kommen wieder zu Marken. Ich nenne jetzt wieder verschiedene Produkte und ihr nennt mir die Marke dahinter. Mhm. Retro Club, Speedrandale, Rocket Beans TV. Ja, das stark. Ist Rocket Beans TV, ja. Stark. Können ja dann beide nicht wissen, weil sie nicht gucken, aber ja. Wir sind der Experten. Ja, ich hatte noch Du bist, Kino Plus und Bonjour. Stark. Sehr gut, Leon. Inseln. Von welchem Musiker stammt der Hit Schatzi, schenk mir ein Foto? Schatzi, warte mal. Das weißt du nicht. War das hier Micky Krause? Micky Krause? Nee, nee, nicht Micky Krause? Nee. Micky Krause ist richtig. Ja, let's go! Das war nach der Zeit! Nach der Zeit! Zeit! Es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das weiß, ehrlich gesagt. Oh, scheiße. Ich hab's auch. Ja, wenn ihr so gekommen ist, habe ich jetzt nicht gewusst. Schatz, schenk mir ein Foto. Ja, ja. Oh Mann, schenk mir ein Foto von dir. Okay. Technik, ne? Hast du Schlager, Entschuldigung. Ja. Wie heißt die börsennotierte Holding? Bei Herz Bonny bei Logo. Oh nein. DAX. DAX? Nein, das ist kein. Warten wir erstmal die Frage. Ja. Für euch gibt es die restliche Frage. Wie heißt die börsennotierte Holding, zu der Unternehmen gehören wie Calico, Biogen, DeepMind und Google? Alphabet. Ja, ja, Alphabet. Ja. Alphabet. Hätte ich auch sogar gewusst. Richtig. Hätte ich mal gewartet, statt einfach zu drücken. Ich dachte, es ist einfach DAX oder so. Ah, ich habe es auch erst bei Google gewusst. Ja, ja. DeepMind schafft man. Ja, die anderen sind ein bisschen. Oh Mann, das hätte ich gewusst. Ein bisschen unbekannter. Götter, wie nennt sich das christliche Konzept aus Vater, Sohn und Heiliger? Dreieinigkeit? Die heilige Dreifaltigkeit. Ja. Ja. Stimmt leider. Das stimmt. Da bin ich raus. Ich muss schneller drücken auch einfach. Ne? Wir haben nichts zu verlieren, drück einfach. Was? Alles zu verlieren. Okay. Ja, aber ja. Ich nenne wieder verschiedene Produkte und möchte die Marke dazu wissen. Schokoladen-Mandelmus.
Skier Style Vanille. Alpro. Ja, Scheiße, ist das richtig. Ist sehr gut, Leon. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich dachte mir schon so, krass, okay, Mandelmus ist bestimmt irgendwas Veganes. Ja, ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Krass. Strong. Okay, Inseln. Inseln sind wir stark. Wie heißt die größte Insel der Welt? Australien. Das ist Grönland leider. Grönland. Es ist Grönland. Ah, ich hätte euch das. Ich darf korrigieren, oder? Es war noch in der Zeit. Es war in der Zeit. Es war in der Zeit. Jetzt ist die Frage. Es war in der Zeit und ich habe korrigieren durften die auch. Es war in der Zeit und es war. Ich habe danach gesagt Grönland. Also, aber das war eher so als Entschuldigung. Hast, also, Australien hätte ja trotzdem noch gegolten, wenn es richtig ist. Aber dann warte. Und er hat aber gesagt. Du redest einfach zwei Sachen. Er hat gesagt, die letzte Antwort in der Zeit nimmt er. Und ich habe korrigiert, ah, es ist Grönland. Ich glaube, wir geben euch einen halben Punkt. Nee, komm! Das war doch genau das, was du gesagt hast. Wenn man innerhalb der Zeit noch korrigiert, nimmst du die letzte Antwort. Ja, das stimmt schon, aber ich habe mich auch schon geräuspert. Das ist nicht. Naja, da musst du aber dich bestrafen, nicht uns. Das stimmt, aber ich darf euch auch nicht durch meinen Fehler belohnen. Als ich Australien gesagt habe, habe ich gesagt, ah Mist, es ist aber Grönland. Ich darf euch auch nicht durch meinen Fehler belohnen. Das ist. Naja, aber die Antwort kam von mir. Du hast nicht gesagt, was die Antwort ist. Das stimmt, aber du hast zwischen den Zweien geschwankt und hast dich dann umentschieden, weil du gemerkt hast, dass ich am Räuspern war. Also es ist... Aber die Antwort kam von mir. Aber ihr schafft das ja noch locker, weil ihr natürlich sehr viel Wissen noch habt. Na komm, Mann, ey. Du könntest aber auch gar nicht, ey. Technik. Welches Halbmetall spielt in der Halbleiter-Elektronik? Silizium. Silizium ist richtig. Sehr stark. Ja, ich hatte, wie gesagt, Physik studiert. Ist für mich eine... Spielt eine wichtige Rolle, dies das. Ja, die holen auf. Ist mir aufgefallen. Wir müssen mal wieder ein bisschen Götter. Wie heißt der tschechische Schlagersänger? Karel Gott. Mein Gott! Ist richtig. Das gibt's doch nicht. Was heißt immer, der Song mit Bushido hatte? Natürlich. Karel Gott. Du hast Schlager studiert, oder? Ich habe Schlager studiert. Richtig, Karel Gott ist die Antwort, die ich suche. Leon, jetzt keinen Druck, aber das müssen wir jetzt holen. Ja. Okay, Marken. Ich nenne wieder verschiedene Produkte und ihr mir bitte die Marke. Ice Chill. Was? Excite. Axe. Axe ist richtig. Oh, let's go! Das gibt's nicht. Axe Alaska. Shit. Ja. Epic Fresh, Dark Temptation, Black. Dark Temptation. Ja, da hätte ich es gewusst. Aber davor nicht. Shit. Mann. Oh, wir haben über Matchpoint. Ja. Oh nein. Und zwei Inseln. Okay. Nenne mindestens einen Pinguin aus Madagaskar. Königspinguin. Nein. Hier Sergeant Private, heißt er so? Sergeant Private, glaube ich, heißt er. Ach so. Ihr meint den Film? Ach so. Private geht ist richtig. Ja. Ich dachte, es geht um echte Tiere. Oh mein Gott. Ja. Okay. Die anderen heißen Skipper, Kowalski und Richard. Kowalski. Ja, Kowalski. Naja, okay. Sehr stark. Also Schlager- und Zeichentrickfilme sind euer Ding, ja. Wir sind eher so Hochkultur. Okay, Technik. Technik. Wie heißt das Gegenstück zum Elektromotor, mit dem beispielsweise Fahrräder Strom für Licht... Dynamo. Ja, Strom für Dynamo. Licht. Dynamo. Stark, Leon. Sehr gut. Und da gehört die uns. Da gehört sie uns. Und es Technik. 4-3. 3-4. Wir müssen, Götter close. Jetzt das wird ausgleichen. Oh, das wird Götter, close. Ey, scheiße. Komm. Und die haben gewonnen, wenn die es haben, ne? Ja. Och, nee. Götter brauchen wir. Götter brauchen wir. Okay. Mehr Karel Gott fragen. Komm an. Welches Ereignis der nordischen Mythologie? Ragnarok. Warum sagst du einfach Ragnarok? Das ist richtig. Ja, was ist das denn? Also ganz genau Ragnarok, aber da bin ich jetzt mal nicht so super genau. Ja, genau. Ich glaube, das heißt sogar Ragnarok, aber ich bin nicht sicher. Ja, so heißt es StarCraft 2 Spieler. Die ganze Frage wäre gewesen, welches Ereignis der nordischen Mythologie diente Richard Wagner in seiner Götterdämmerung als Vorbild? Das wusste Leon natürlich. Das hat er natürlich gelesen. Ja, natürlich. Okay. Wow. Ja, das wird so close. Komm, eins schaffen wir. Los. Marke. Ich nenne euch wieder verschiedene Produkte und ihr mir bitte die entsprechende Marke.
bin gerade. Ah. Taj Mahal, Titanic, Ninjago City, Lego. Lego ist richtig. Ach, ja, Leon, du bist aber der Beste. Du bist einfach der Beste. Oh mein Gott, das ist wirklich die letzte Frage. Du bist Frage. Der Beste, die letzte Frage. Okay. Oh mein Gott, wie knapp. Aber warum ist es Götter? Warum ist es Götter? Oh mein Gott. Shit, Leon. Oh Gott, nein. Okay. Taj Mahal. Oh, mir wird schlecht. Oh. Unter welchen Namen kennen die Römer Aphrodite? Nein. Hey, warte mal. Ihr seid dran. Antwort? Da kommt keine Antwort. Warte, bevor du sagst. Keine Antwort. Wir haben jetzt Zeit. Wir dürfen nicht antworten. Ja, aber auch nicht unendlich viel. Ich möchte schon eine Antwort haben. Es ist Venus, die Göttin der Liebe. Aphrodite? Ja, stimmt. Es ist Venus, oder? Ja, müsste. Ja, 100 Pro. Venus. Stimmt auch, ne? Venus ist richtig. Wow! Ja! Oh mein Gott! Comeback! Oh mein Gott! Scheiße. Oh mein Herz. Ich war so weit vorne, ja. Ich wusste Venus auch, ja. Aber gut geschlagen. Das ging jetzt nicht spannender. Das ging nicht spannender. Also das hätte man, Oh mein Gott. Das war close, sehr das war wirklich close. Ja. Wir sind wesentlich schneller durch gewesen. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr gebrochen. Stolz auf dich. Ich auch. Du hast das sehr gut gemacht. Du hast die erste Hälfte. Ey, du hast so gecarried am Ende, so stark. Wo steht nochmal der Whisky? Ich war auch zu siegessicher. Ich war auch am Ende so. Das ist ja gar keine Herausforderung mehr. Venus. Wir hatten die beiden Matchpoint. Mhm. Ah, Lego. Hatte die Eindruck, Lego war der Hammer. Lego war der absolute Hammer. Ja, Lego war stark. Oh. Krass, ey. Wir können ja die Restfragen einfach so nochmal. Genau, können wir gerne machen. Okay, jetzt die Luft natürlich. Aber wir zählen trotzdem die Punkte, aber das zählt nicht für dieses Match. Also, wofür zählen wir dann die Punkte, wenn es nicht für dieses Match zählt? Na, aus Spaß, so wie bei Kinderfußball. Da werden auch Tore nicht gezählt oder doch gezählt, aber am Ende gewinnen beide. Aus Spaß. Ich will fest, dass man die Seite aus Spaß spielt. Man spielt nicht, um zu gewinnen, man spielt aber noch Spaß. Ja, genau das. An dich steht's nicht. Klar. Da haben wir die Twitch-Elite, die intellektuelle Twitch-Elite eingeladen und wir gewinnen. Mir reicht schon, dass ich als intellektuelle Elite gelte. So wurde ich noch nie genannt. Ja, nach heute vielleicht nicht mehr. Vielleicht ja nicht mehr. Muss ich das mal gucken, weil ich die Krause musste. Das nimmt mir eigentlich den Titel. Also Micky Krause war stark, ey. Da war zwischendurch. Also es reicht wahrscheinlich nicht mehr, dass wir überall alles zumachen, aber unter Umständen schon, wenn nur ein Thema. Wir werden gucken, wer wo führt. Ja. Einfach, okay. Okay. Bonus. Zählt aber nicht. Genau, zählt eigentlich nicht. Aber das ist dir ganz wichtig, oder? Für die Ehre halt schon. Das ist wichtig. Das ist richtig wichtig. Also ihr könnt eure Ehre wiederherstellen oder die warum euch komplett in den Boden. Ganz kurz, warum steht es 3-2? Können wir es wegmachen? Ich könnte in den Quellcode gehen und das wegmachen, ja. Ach so. Weil die Kategorien gerade wieder geklärt haben. Okay. Weil das nicht so, ist nicht so schlau, wie es ja programmiert ist. Weil es eine Pilotfolge ist. Wir sind rot, oder? Maximal wir sind rot. Es lief aber eigentlich glatt. Bist du sicher? Ja. So. Okay, also Inseln. Welche Insel teilt sich ihren Namen mit einer bekannten Programmiersprache? Delphi? Vielleicht ist das so, aber habe ich nicht gesucht. Python? Ach, Java meinst du? Java. Wir sind... Java. Du darfst gar nicht drücken. Java wäre... Aber Delphi ist doch eine Insel, oder nicht? Wüsste ich nicht. Delphi war mal eine Stadt. Delphi ist eine Stadt. Das ist echt peinlich, weil ich bin Programmierer eigentlich. Ja, aber okay, du weißt ja Delphi, aber du musst ja nicht die Stadt kennen. Ich habe in Java programmiert. Klar ist das Java. Aber Delphi ist Delphi nicht... Ich habe einer der Bücher, mit denen ich Java gelernt habe, hieß... So, Punkt für uns, bitte. Nicht nur der Name einer Insel, Leute. Hallo, Punkt für uns, bitte. Du hast doch schon gewonnen. Ich werde nicht so greedy. Ihr habt doch auch eine falsche Antwort. Nein, Java. Nee, aber es geht ja um die Zeit. Wir können die Zeit noch korrigieren. Ich habe Java gehört. Ich hab's nicht gehört. Die schummeln sogar bei der... Ich habe das so gehört, dass Python eure Antwort war. Ja. Nein, Java. Das darf man nicht gelten. Also eigentlich gewinnen wir die. Wir hätten doppelt gewonnen. Grönland hat es auch nicht gegeben, stimmt. Wie lautet. Oder warte, wir machen jetzt wieder Technik, ne? Ja. Ach, jetzt Technik weiß Matthias noch wieder. Mal gucken. Hier ist Technik. Welches deutsches Institut entwickelte. Fresenius. Es gibt nur das Fresenius. Immer das Fresenius-Institut. Was? Shit! Welches? Max Planck! Ihr dürft nicht mehr. Du darfst jetzt zweimal drücken. Ach shit, das ist Max Planck!
Aber ihr dürft die ganze Frage hören. Welches deutsche Institut entwickelte das MP3-Format? Ach so, keine Ahnung. MP3-Format. Es gibt nur ein Institut. Hast du nur ein zweites? Sorry, das weiß ich ja doch nicht. Keine Ahnung. Okay. Dürfen wir drücken? Ja. Max Planck. Nein. Gibt es noch weitere Institute? Es war das Fraunhofer-Institut. Ja, Fraunhofer. Ja, logisch. Ja. Okay. So, Götter. Wenn das hier auf YouTube kommt, können wir das Ende rausschneiden alles? Ja, das schneiden wir. Können wir einfach bis... Ach, vergessen wir es. Können wir hier aber alles rausschneiden, wenn wir uns beide rausschneiden. KI hat mit uns gesprochen, ich habe nicht gehört. Nenne mindestens 2 ägyptische Götterkarten. Der geflügelte Drache des Ra, Obelisk der Peiniger und Steifer der Himmelsdrache. Du hast sogar alle 3 genannt. Sehr gut. Worum geht's? Yu-Gi-Oh! Ach so! Ja, komm, ey! Nehmt euch beide mal ein Zimmer! Ihr wollt bekannte Götter! Hä? Lego, Yu-Gi-Oh! Ja, also Entschuldigung! Wie gesagt, ich versuche alles abzudecken. Fragen von über Leon Spielsang, finde ich nicht korrekt. Das von Karel Gott zu Yu-Gi-Oh! Ich kann nur das sagen, Alter. Die versuchen die junge Zielgruppe noch abzuholen. Yu-Gi-Oh! Ich habe das echt nicht, bis du sie gesagt hast, nicht mal gegrabt. Okay, Marke. Okay. Ich nenne euch wieder Produkte und ihr nennt mir die Marke. Mhm. Top Gun, der Pate. Ja, aber was? Warner Brothers. Paramount Pictures. Oh. Ja, aber dürfen wir nicht antworten? Ihr wisst es doch, Universal. Century Fox, Universal und Paramount Pictures. Einmal von denen. Also geht ja eh nichts mehr um was hier. Ich will trotzdem antworten. Lass uns bitte noch antworten. Okay. Er will einfach zweimal gewinnen. Okay, Inseln. Ja. Zu welchem Bundesland gehört die deutsche Insel Sylt? Mecklenburg-Vorpommern? Stimmt leider. Das ist falsch. Schleswig-Holstein? Ja. Ich hätte auch gesagt Schleswig-Holstein. Jetzt gar nicht gewusst. Das hat doch gewusst. Als Hamburger bei Sylt, Mecklenburg-Vorpommern zu sein. Sehr peinlich. Okay, ich habe kurz überlegt, vielleicht auch nicht in einem anderen Bundesland, aber eigentlich ist auch im Norden. Okay. Ich glaube, das wissen alle, aber mal gucken. Von wem wurde am 9. Januar 2007 das erste iPhone vorgestellt? Steve Jobs. Nee, doch, Steve Jobs. Doch, doch, klar. Ja, natürlich. Ihr kennt doch wieder die. Das erste, ja. Ihr kennt doch wieder die. Steve Jobs ist richtig. Ja. Und jemand anderes von Apple kennst du nicht, oder? Doch. Comic? Nee. Wie hieß denn der dann jetzt alles vorstellt oder vorgestellt hat? Ich kenne den Namen nicht, aber ich kenne Bill Gates, ne? Ja, genau. Thomas Cook. Das stimmt. Aber der ist bei Google. Nicht bei Google, der ist Microsoft. Thomas Cook. Richtig, auch richtig. Alles richtig, was du sagst. Ja, siehst keine du. Ahnung. Ehrlich gesagt. Und trotzdem habe ich verloren. Ja. Okay, zu welcher Religion gehört die Gottheit Shiva? Buddhismus. Das ist falsch. Keine Ahnung. Ich hätte nur Hinduismus. Ja. Das ist richtig. Ja, das ist eine von den beiden. Das wäre die nächste gewesen, die ich wahrscheinlich gelernt hätte. Jetzt mal auf einmal wird doch wieder Punkte gegeben. Ja. Kann man das unser Götterpunkt für wirklich richtig. Wo ist unser Antworten? Götterpunkt? Götterpunkt? Das Format musst du, wenn Matteo spielt, umbenennen in Inselraten. Inselraten. Okay. Welche Marke suche ich denn hier? Megablocks. Das ist Fisher Price. Uno. Hot Wheels. Match. Mattel. Das ist Mattel. Sehr ja, gut. Insel Wissen. Wissen. Ja. Ich habe gerade einen 18-Folgen-Podcast Mattel vs. Hasbro gehört. Das ich früher. Wirklich? Super, Business Wars. Oh, okay. Insel. Welche spanische Insel gilt als beliebtestes Reiseziel? Malle wahrscheinlich, oder? Mallorca wäre das gleich ausgesprochen. Ja, ja. Sagen Malle. Genau, Mallorca ist richtig. Auch die Aussprache ist absolut korrekt. Mhm. Mallorca. Schöne Insel. Landesinnere, wunderschön, ne? Okay. Wissen die wenigsten. Die Westküste ist super schön, so. Die Berge. Technik. Wie hieß der Entdecker der Relativitätstheorie? Albert Einstein. Das ist richtig. Hast du Physik studiert? Das hätte ich auch hast du die zusammen studiert noch damals? Ja, ja, wir haben damals zusammen angefangen. Das ist natürlich nur im allerweitesten Sinne. Er wurde aus dem Foto rausgefotoshoppt. So. Also, nachträglich. Ich habe die Fotografie erfunden. Okay.
Götter, letzte Frage. Wie bezeichnen sich Menschen, die die Existenz Gottes verneinen? Atheisten. Das ist richtig. Und damit gehört uns die Kategorie, weil es gibt dort keine Fragen mehr. Es gibt tatsächlich keine Fragen mehr. Was sind nochmal Agnostiker? Was ist ein Agnostiker? Einer, der die sind ein bisschen unsicherer. Genau, also der Wischiwaschi Atheisten. Der sagt, ist nicht sicher, dass es nicht gibt. Unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich. Atheist, ja, okay. Ja, verstehe. Okay, Marken. Big Tasty. Ja. McDonald's. Sehr gut. Das ist sehr McDonald's, gut. Ja. Hier noch nachgesmashed damit. Ja, damit sind wir da durch. Ich weiß, was ich heute am Rückweg esse. Falls ihr heiß seid, können wir auch noch die von den anderen machen. Aber mehr habe ich dann auch nicht mehr für heute. Komm, hau alle raus. Okay. Hau alle raus. Alle einmal durch. So. Jetzt will ich wissen, was da noch kommt. Ich bin gebrochen. Jetzt, wo es um nichts mehr geht. Ja. Was denn noch hier? Da wären wir. Ich bin auch ein sehr schlechter Gewinner, aber ich bin lieber ein schlechter Gewinner als ein schlechter Verlierer. Aber wir haben uns gut geschlagen. Ja, wir haben uns gut geschlagen. Wir haben ja absichtlich gewinnen lassen. Wir wollen ja Bonjour Studio bloßstellen. Der Sieg war umso süßer, weil ihr schon eigentlich gewonnen hattet. Ihr wart so nah dran, das Beste. Also wir haben euch den aus der Hand gezogen, richtig, den Pokal. Ja, ich habe schon sicher, dass wir gewonnen haben eigentlich. Ja, stimmt. Okay. Durch welchen Ort geht der Nullmeridian? London. Das ist falsch. Der Nullmeridian. Oh, ist das nicht irgendwo sogar in... Warte mal. Die richtige Antwort wäre Greenwich. Ja. Aber ist nah dran, oder? Ist immerhin das gleiche Land, ja. 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 Das wäre Greenwich ausgesprochen, oder? Das wird, Ich glaube, gibt es einen Fußballverein? Greenwich, Greenwich Village? Ich glaube schon. Wir vertrauen dir einfach. Sidekicks. Da haben wir alle Fragen, glaube ich, durch. Kann das sein? Ja, da haben wir schon alle Fragen. Die letzte Frage, okay, wer diese gewinnt? Der gewinnt alles. Gewinnt nichts. Kultur, aber Kultur haben wir noch richtig viel, weil es ist viel Kultur. Kultur brauchen wir dringend. Okay. Ja. Kultur haben wir richtig viel. Wie heißt die arabische Märchensammlung, in der sich Aladdin... Tausend eine Nacht? Mhm. Ja, Tausend eine Nacht. Ja. In der sich Aladdin, Sindbad und Alibaba befinden. Ja. Stark. Wie viele Räuber waren das bei Alibaba? 1000 noch, ne? Nee, waren es die 88? Das ist nicht Alibaba und die... 80, glaube ich. Die 80 Räuber? 80 Räuber. So. Ja. Hallo Bonnie, lange nicht mehr reingeschaut. Ihr seid immer noch super. Schöne Danke. Haare, Leon. Danke, du bist auch super. Matteo, deine Haare sind auch super. Die sind tatsächlich super. Chat, eure auch. Danke. Chat, schöne Haare habt ihr. Genuss. Welches Kraut findet sich im Cocktail Mojito? Minze. Richtig. Ah, ich hab gar nicht gedacht, das ist ein Kraut. Das ist sehr gut, Leon. Ich bin eigentlich bin Alkoholiker. Okay. Hat der gerade eben was richtig beantwortet? Tausend eine Nacht war richtig, ne? Von Ido. Ja. Kultur. Nee, nicht Sidekicks. Kultur. Was haben wir noch? Geschichte. Habe ich da noch was? Ja. Wie heißt der berühmte König der Mongolen, der das mongolische Genghis Khan. Stadtteil von London. Genghis Khan. Ja. Der war krass, ey. Was der das erobert hat, der hat aber die halbe Welt erobert. Der hat auch einfach sehr viele Menschen auf dem Gewissen, glaube ich. Und war das nicht sogar der, dessen Erbgut in den meisten Mongolen vertreten ist, so mehrere Millionen. Das war der sehr, sehr viele Kinder auf jeden Fall. Genau. Ja. Und hatte der nicht sogar so viele Menschen umgebracht, dass du das sogar am CO2-Ausstoß am Ende bemerkt hast? Er hat so viele Menschen umgebracht, genau, dass das am CO2-Ausstoß messbar war. Dass er so viele Menschen diesen Fakt habe ich letztens auch irgendwo gesehen. War das bei Checker Tobi oder warum wisst ihr das beide? Ich habe eine Doku über den geguckt. Gibt's eine Doku? Ja, ich habe auch genau das gesehen, dass er CO2... Folgt beide faktastisch auf Instagram. Ah, das? Nee, ich habe es irgendwo in Netflix oder so oder irgendeine Doku war das. Die letzten Tage genau diesen Fakt gelesen, dachte so, hä? Total krass, er hat einfach so viele Menschen getötet. Geografie. Welches Land hat als einziges keine viereckige Flagge? Kann ich Antonio anrufen? Reefed. Du kannst sie anrufen, Ich habe ihre Nummer nicht. Keine viereckige? Es gibt so eine dreieckige. Das ist irgendwie sowas... In Richtung. Aber das ist irgendwas Exotisches. In der Nähe von Indien irgendwo ist es. Tatsächlich ist die Flagge dreieckig und das Land ist Nepal.
Seht ihr? Also ganz weit weg war ich nicht. Welches, gut, welches, Land, welches Land hat als einziges auf ihrer Flagge eine Kalaschnikow? Der macht Karibikurlaub. Keine Ahnung. Boah, wir können so Gegenfragen stellen. Es gibt ein Land, wo die haben die Kalaschnikow auf ihrer Flagge drauf. Hm. Ja. Ist was Afrikanisches. Ja, ja. Somalia. Ich weiß das selbst nicht, aber ich weiß nicht. Was ist das? Das ist einfach grandios. Stell die Frage irgendwann. Hallo, ich stelle eine Frage, was ich nicht weiß. Ja, wer beantwortet. Okay. Das funktionieren doch Fragen, ich weiß es nicht. Saudi-Arabien hat, glaube ich, Schwerter oder so, ne? Aber... Okay. Hätte ich jetzt ja, die Frage bleibt doof. Also, ich dachte, das kannst du mir sagen. Aber das gibt es auf jeden Fall. Ja, okay, glaube ich. Kannst du googeln. Ja, das ist mal gut. Aber vielleicht ist ja Kultur nochmal hier. Ja, let's go. Wie heißt das kunstvolle Vernarben der Haut? Oh. Schmiss ist doch diese Narbe, die man so. Also, ein Schmiss ist eine Narbe, die man damals in diesen. Warst du in einer schlagenden Verbindung? Oder was? Ja, nee, aber. Also, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Die drei gängigen Namen. So, die tätowieren oder nicht? Nee, eigentlich. Es gibt ja so eins, wo du wirklich so Narben machst. Es gibt tatsächlich. Branding. Es gibt tatsächlich. Stitches? Nee, Branding ist also so ein Schmiss sagt mir was. Das ist, was ja, Schmiss ist hier. Verbindungsleute haben. Genau, Verbindungsleute haben hier so die mit den Degen damals. Ja, genau. Es gibt tatsächlich das. Bewusste, gewollte Herbeiführen von Narben. Ja, Schmiss? Ganz falsch. Ja, Schmiss ist aber Kampf. Es ist ja Nein, das ist mit Absicht. Der Ursprung ist aus dem Fechten, aber dann später haben die sich nur diese Narbe gemacht als Erkennungszeichen für diese Vereinigung. Ja, dann ist das aber nur bezogen auf dieses spezielle Ritual. Aber der allgemeine Begriff wäre entweder Scarifizierung. Oh ja, das kennt man aus Rimworld. Ja, gut. Scarifikation. Scheiße. Oder Narbentatuierung. Kann ich wissen. Oder so ähnlich. Genau, das letzte Wort. Narbentatuierung. Ja, beim letzten Wort bin ich mir nicht sicher, ob ich gehört, ausgesprochen habe. Genau. Okay. Naja. Wie viele Fragen haben wir noch? Ein paar. Okay. Zwei Hände voll oder so. Genuss. Welche gemeinsame Familie gehört die Gurke und die Zuckermelone an? Gurke und Zuckermelone. Kürbisse. Das ist richtig. Die Gurke ist Kürbis? Ja. Gurke und Zuckermelone sind beides Kürbisgewächse. Warum ist eine Gurke eine Kürbis? Ich hasse Kürbisse eigentlich, aber ich esse voll viele Gurken. Eigentlich hasse ich gar nicht Kürbisse. Warum hast du Kürbisse? Ich finde Kürbisse nicht so lecker. Ich habe heute einen Kürbisauflauf gemacht. Es gibt sehr viele Kürbisse. Man denkt immer nur, der Kürbis also ist das Orangene, aber Gurken sind Kürbisse, Zucchini sind Kürbis, Melonen sind Kürbisse. Deswegen habe ich auch letztes Jahr eine Halloween eine Wassermelone statt einen Kürbis geschnitzt. Ja, ja, klar. Fand ich sehr gut. Weil es gab keine Kürbisse mehr. Wie heißt der Tennisspieler, der für den Internetdienstanbieter AOL... Boris Becker. Ja. Bin ich schon drin oder was? Ah, okay. Ich weiß nicht. Jetzt ist er drin, glaube ich. Ne? Jetzt ist er drin. Jetzt ist er raus. Klasse. Jetzt will er wieder raus. Bin ich schon raus? Oh mein, der Arme. Kann ich wieder Geografie. Raus? Welches Land hat die meisten Seen? Norwegen. Schweden, sagen wir. Kanada. Das ist alles falsch. Kanada. Kanada, ist richtig. Wir waren sehr nah dran. Schweden oder Norwegen? Schweden ist Kanada. Ich war bei Norwegen und du bei Schweden. Ja. So, Kultur. Wie heißt der Autor der Erzählung Die Verwandlung? Kafka. Das ist richtig. Ja, sehr gut. Hatte ich in Deutsch nämlich. Sehr gut. Und weil bei dir das noch nicht so lange zurückliegt, weißt du es noch. Genau. Ja. Er wird zum Insekt nämlich und wird von seinem Vater mit einem Apfel beworfen. Genuss. Krass, weiß ja richtig viel noch. Welche Frucht wird im kulinarischen Zusammenhang mit dem Wort Hawaii verknüpft? Ananas. Ananas ist richtig. Oder Pizza. Alter, Pizza, das ist ein... Theoretisch habt ihr nochmal Genuss gewonnen. Wir sind Genießer. Ihr seid richtige Genießer. Richtige Genießer. Ananas-Genießer. Wir genießen unseren Sieg nochmal richtig. Ananas ist auch in meinem Kürbis. Geschichte. Oh je. Wird nicht besser. Ich akzeptiere sowohl den bürgerlichen Namen als auch den Namen, unter dem er bekannt ist. Denn nahezu niemand weiß seinen bürgerlichen Namen.
Wer gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks? Gutenberg. Ja. Eigentlich heißt der Gute nämlich Johannes Gensfleisch. Ah, warum aber dann Gutenberg? Weil Gensfleisch heißt er? Ja. Das ist so wie mit Gensfleisch, die Kamera Mente. Ausmachen. Du heißt auch Mente. Ja, aber er hat sich ein Pseudonym gegeben, ich weiß auch nicht. Vielleicht war da auch so cool schon, hat sich da aber ist Gutenberg zugelegt. Der Titel nicht aberkannt worden? Ja, es hängt so ein bisschen. Darum habe ich extra gefragt, wer gilt. So, ne? Der kam nicht durch. Ach so, wegen abgeprallt an dem Moderations- Entschuldigung, Karl Theodor, du hast recht. Man darf keine aber Arbeit grundsätzlich hast du recht bezogen auf die Streitigkeit, wenn den Buchdruck erfunden hat. Das ist nicht so ganz so simpel. Ne? Die Lettern hat der gemacht und das in Europa und dann kommerzialisiert. Aber eigentlich ist Buchdruck schon älter. Es gab verschiedene Siebdruckverfahren. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Okay. Wir wollen hier nichts lernen, wir wollen nur gewinnen. Ja, Geografie. Wie lautet die Hauptstadt von Baden-Württemberg? Stuttgart. Das ist richtig. Hätte ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo es liegt. Irgendwo unten. Damit ist Geografie unter aber durch. Unten, unter Hamburg. Irgendwo, ja, irgendwo unter Hamburg. Kultur habe ich noch zwei Fragen. Let's go. Nenne mindestens einen Film. Das ist deins. Der Pate. Er hat recht, er hat einen Film genannt. Ja. Nee. Achso, aber es ist ein Film. Ich dachte, das war die Frage. Ja. Hast du eine Pause gemacht? Ja. Oh, ich hätte ich mir die Zahl dazu aufschreiben sollen, merke ich gerade. Egal. Nenne mindestens einen Film, der die meisten Oscars erhalten hat. Herr der Ringe, die Gefährten. Hä? Nee. Auch keine Oscars. Mindestens einen Film, die Titanic, hätte ich auch gesagt. Titanic. Herr der Ringe Titanic wäre gut. Richtig. Ja! Ja, aber warte mal, worum geht's jetzt? Ich habe leider die Zahlen nicht aufgeschrieben. Genau, die meisten. Ach, die meisten insgesamt. Hatte ich sogar letztens in einem Quiz. Teilen sich Ben Hur, Titanic und der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ach, die Rückkehr des Königs, war ich aber dran. Da war ich aber nah dran. Dabei war er gar nicht der Beste von denen, finde ich, die Rückkehr des Königs. Ja, gut. Ihr kriegt noch einen Punkt. Welchen Film ist am besten? Die Gefährten. Die zwei Türme. Die Gefährten ist cool, die Gefährten ist aber der Beste. Okay. Ich finde die zwei Türme, wenn man alle Frodo und Sam-Szenen vorspult, ist ein sehr guter Film. Ja. Ich glaube, die Gefährten. Ich stimme absolut zu. Das ist die einzige Wahrheit, die ich zu Herr der Ringe akzeptiere. Das ist die Wahrheit. Genuss habe ich noch eine letzte Frage. Okay. Wie lautet der alte Name des Schokoriegels Twix? Ryder. Meine Natascha schreibt gerade, das waren 40 Räuber bei 1000 anderen. Okay. Okay. 80, 1000. 80.000. So 40 Räuber. Das heißt, Natascha, die 40 Räuber, Natascha hat also gerade zugesehen, wie du jetzt verloren hast. Die hat zugesehen, wie ich verloren habe, ja. Aber die ist es gewohnt, dass ich verliere. Okay, also, das ist das Schlimmste. Geschichte hätte ich noch eine letzte Frage. Okay. Wie hieß Deutschlands erste parlamentarische Demokratie? Weimarer Republik? Ja, das ist richtig. Ja. Richtig. Ja. Weimarer Republik. Wir haben auf jeden Fall die schwierigeren Fragen beantwortet. Dafür kriegen wir einen Ehrenpunkt. Letzte Frage des Tages. Mickey Krause, Modern Talking. Hallo? Mallorca. Letzte Frage. Aus dem Bereich der Kultur. Okay, die entscheiden über alles. Also wir hatten heute Franz Kafka, wir hatten Filme, wir hatten Mythologie. Jetzt kommt was ganz... Jetzt kommt Anime oder so. Trashiges. Jetzt kommt Streamer. Natürlich betrifft die letzte Musik die Hochkultur der Musik. Aho. Das ist EDOP. Von welchem Musiker stammt der Burger Dance? DJ Ötzi. Das ist richtig. Was? Ja! Er saß der Mickey Krause nicht mehr lachen. Even. Geil. Scheiße. Ja. Jetzt haben wir alle Fragen abgedeckt. Das war's? Ja. Komplett? Ja. Okay, alles das klar. Das war's komplett. Geil. Mehr hätte ich nicht drauf. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ich würde sagen, unentschieden, nachdem wir gewonnen haben. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Genau, danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke für die Vorbereitung, Maurice. Ja. Sehr starkes Quiz, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Ja, gut, dann wir gehen weinen. Verabschieden wir euch. Sehr gerne wieder, wenn ihr mal Lust habt. Ja, ihr seid immer willkommen. Oh. Vielen, vielen Dank. Morgen. Morgen. Morgen Rematch. 4, 12 Uhr. Ja, war sehr cool.